Der Sohn des Computererfinders Konrad Zuse besuchte am Dienstag erstmals das neue ZCOM Zuse Computermuseum im Hoyerswerder Stadtzentrum. Horst Zuse begleitete von Anfang an die Entwicklung der Einrichtung. So brachte er auf vielfältige Art sein Wissen in die Ausstellung ein, indem er zum Beispiel Familienfotos zur Verfügung stellte oder bei der Informationsrecherche half. Zur offiziellen Eröffnung des ZCOM Ende Januar diesen Jahres war Zuse verhindert, sodass er den Besuch jetzt nachholte. Bei seinem Rundgang zeigte er sich von der Präsentation der Technik begeistert.